Hallo und herzlich willkommen bei Hoffnung to go. Diese Folge ist ein Live-Mitschnitt aus der Immanuel-Gemeinde in Schleswig. Wir waren als Team eingeladen und durften der Gemeinde einen ganzen Tag lang dienen. Wenn du wissen willst, was das mit diesem Kuchen auf sich hat, dann bleib dran, denn in ein paar Sekunden geht es schon los. Ja, und natürlich freuen wir uns auch, wenn du diese Folge auch anderen empfiehlst, uns likest und uns folgst. Der Heilige Geist hat euch mega gut vorbereitet, was Bettina und ich daran erkannt haben, was ihr für Eindrücke bekommen habt. Denn das große Thema, die große Überschrift ist Vertrauen an diesem Tag. Also auch heute Abend noch. Und das ist natürlich auf vielerlei Arten möglich. Ich sitze also mit euch im selben Boot heute, weil mehr habe ich nicht gekriegt. Das ist mein Skript. Das ist, es ist echt herausfordernd für mich. Aber Gott hat gesagt, das brauchst du nicht. Oh Gott, das war sogar der falsche Zettel. Das waren schon Bibelstellen. Also ich habe ein paar Bibelstellen bekommen. Heute Abend das gleiche, da habe ich sogar noch weniger Text. Und ich soll mich einfach drauf verlassen. Also ich kann hier 3 Stunden reden. Das ist nicht mein Thema, das weiß ich. Aber ja, ich schaffe das auch bis zum Abendbrot. Bin ich ganz sicher. Das ist echt ein Talent von Gott. Das ist echt eine Gnade, dass ich das einfach kann, so aus dem Lameng. Aber meine Sorge ist halt, ist es dann auch biblisch und bringe ich das alles richtig rüber oder verhaspel ich mich nicht im Sinne von wie Versprecher, sondern biblisch verhaspeln. Das ist meine große Herausforderung und eure wird die sein, dass wir wirklich ein offenes Herz haben. Weil gerade wenn man schon länger mit Jesus unterwegs ist, dann denken wir doch so schnell, kenne ich, habe ich, weiß ich. Und dabei gibt es da noch was. Und wir gehen so an Segen vorbei, weil wir uns selber beschneiden, indem wir quasi nicht wie hungrige Kinder am Tisch sitzen und sagen, wann gibt's Essen, sondern sagen, oh nee, ich war gerade schon bei Mc's, ich brauche jetzt nichts mehr. So, und das ist schon schade, ne? Und zwar der große Bibelvers für heute Morgen, der eigentlich für den ganzen Tag, ist aus Galater 2,20. Ich habe alles aufgeschrieben aus Hoffnung für alle. Damit ich habe das so in meinem Podcast mit Hoffnung für alle, weil ich merke, dass das können alle ganz gut verstehen. Und ich muss nicht in den Bibelstellen hin und her oder in den Bibelübersetzungen hin und her springen, weil ich denke, da steht's besser. Alle, die es dann nicht kennen, die verwirrt es nur. Und dann habe ich mich irgendwann mal dafür entschieden. Jetzt habe ich mich so eingelesen in die Hoffnung für alle. Und im Großen und Ganzen ist sie ja auch richtig. Also so ist es ja nicht. Wenn man studieren will, muss man halt ein bisschen tiefer gehen. Ne? Muss man doch noch mal eine andere Übersetzung oder ein Bibellexikon dazu nehmen. Und ihr kennt den auch alle. Galater 2,20. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergangenes Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Und ich kann mich noch gut an meine Anfänge erinnern, da hat mich so ein Vers gestresst. Darum lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Denn ich habe eine Vergangenheit voller Traumata. Das heißt, meine Seele war sehr ungesättigt. So, und jetzt komme ich zu Jesus und dann heißt das, und ich fühle mich endlich gut und angenommen und geliebt. Und dann heißt es, wenn du dein Leben liebst, wirst du es verlieren. Und dann heißt es, jetzt lebt Christus in dir und nicht mehr du. Und dann dachte ich, wieder nicht ich. Also immer kam ich zu kurz. Das war, weil ich dachte, das kann es nicht sein. Aber ich liebte Jesus wirklich von Stunde null. Also das war sofort da. Also seit dem ersten Abend war ich einfach immer im Gottesdienst. So, und ich konnte gar nicht mehr anders. Ich habe Jesus einfach geliebt. Ich habe ihn jede Nacht angebetet. Ich wusste gar nicht, was es ist. Ich habe das gemacht, 2-3 Stunden jede Nacht. Mein Mann hatte Nachtdienst. Und dann habe ich mir Kopfhörer aufgesetzt, damit ich meine Stimme nicht höre, weil die so schief war. Das Kind schlief. Und ich stand mit meiner kleinen goldenen Flagge. Ich wusste nicht, was das bedeutet. Keine Ahnung. Ich habe es einfach gemacht. Und wenn ich so mache, dann kommt Jesus in mein Wohnzimmer. Und ja, war einfach mega. Und ich hatte einfach keine Ahnung, was ich gemacht habe. Und
fühlte mich ja so wohl. Und das, hatte ich gedacht, muss ich jetzt aufgeben. Dieses, ich fühle mich so wohl und so geliebt, weil jetzt lebt ja Christus in mir. Also jetzt muss ich ja nur noch tun, was er sagt. Und da ich ihn zwar geliebt habe, aber noch nicht gekannt habe, dachte ich eher so an so was Herrisches. Also ich bin so ein Bundeswehrkind, ne? Sagt alles. Also bin halt, um uns herum waren nur Soldaten. Ich habe in der Soldatensiedlung gelebt, zwar ohne Vater, aber Mutti hat da gearbeitet und habe sie auf der Arbeit besucht. Und ich kannte diesen Kasernenton, ich kannte diesen Umgang. Meine Mutter selber ist von einem Marinesoldaten erzogen, also von daher hat 5 Brüder, das hat klare Kante. Also es war seit Generationen vorprogrammiert, ne? Wie man auch mit Hunden umgeht, so welche Schärfe dahinter ist und in der Kindererziehung auch. Und musste Gott ja in meiner Vorstellung auch so sein. Also Jesus ging ja irgendwie noch, weil der war so ganz nett. Damit kam ich gut klar. Vater ging gar nicht, also auch aufgrund meiner Thematik. Da hatte ich echt Schwierigkeiten mit. Und ich glaube, bei mir ist einfach was schiefgelaufen. Und zwar, wenn du dir mein Leben anguckst und auch dein Leben anguckst und dir vorstellst, es wäre ein Kuchen, dann gehören in diesen Kuchen ja Zutaten rein. Und dazu, also der Heilige Geist ist schon lustig, das hat er gesagt, ne? Er hat gesagt, Kuchen backen. So ist meine Beziehung zu ihm. Und dann hat er mir dieses alte Kinderlied, Backe, Backe, Kuchen. Der Bäcker hat gerufen, wer will guten Kuchen backen, der muss haben 7 Sachen. Eier und Schmalz, Zucker und Salz, Milch und Mehl, Safran macht den Kuchen gel. Ich habe dann extra nochmal gegoogelt, wofür steht Safran. Ich weiß, es ist einfärbt, aber gibt es noch irgendwie eine Bedeutung? Und dann stand da, und das fand ich schön, Safran macht den Kuchen attraktiver. Ach, dachte ich. Also jetzt nicht als Frau, dass ich attraktiv, ich möchte gar nicht ja für andere Männer als für meinen attraktiv sein, aber ich möchte für die Welt attraktiv sein. So, weil Christus in mir lebt. Und dachte ich, ja, also wenn das fehlt, dann fehlt ja ein ganz entscheidender Teil in meinem Leben. Nämlich zwar gläubig, aber total unattraktiv. Oder wenn ich viel Zucker bekommen habe, super viel Liebe und Liebe und Liebe, so als Kind, aber keine Würze, dann fehlt die Erziehung, dann fehlt die Führung. Und dann hat man so eine Hallodris, die nachher, wenn sie erwachsen sind, mit 45 immer noch Studenten sind. Und bei Mutti wohnen, weil sie ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen, weil sie ja keine Führung hatten. Die einzigen Pädagogen waren die Lehrer ansonsten und die hatten es schwer, weil zu Hause lief ja alles wieder andersrum. Aber wenn da kein Zucker drin ist, sondern nur Salz, dann ist aber schiefgelaufen. Das sehen wir ja oft. Vielleicht habt ihr das einige von euch ja sogar auch erlebt, dass da einfach sehr viel Strenge war und wenig Raum für Liebe. Da war wenig Liebliches in eurem Leben. Weder das eine ist gut, noch das andere ist gut. Es muss schon im richtigen Mischungsverhältnis sein, sonst schmeckt der Kuchen nicht. Und wenn dieses bisschen Salz, man macht ja gar nicht viel in so einem Kuchenteig, aber wenn das fehlt, dann fehlt dem Kuchen tatsächlich, also der gute Gaumen schmeckt es, der andere isst es einfach nur und sagt, passt. So, ne? Aber ein gewohnt oder ein geübter Gaumen, der kann es rausschmecken, ob da eine Prise Salz dran ist, weil es einfach nochmal so eine gewisse Würze bekommt. Und wenn man jetzt die Eier vergisst, ist schon komischer Kuchen, ne? Also ist da fehlt was, oder? Und irgendwie, der geht auch nicht so richtig auf. Also der kommt nicht so zur Entfaltung, da fehlt was. Weil ihr habt vielleicht gemerkt, da ist gar kein Triebmittel drin. Also das Triebmittel in diesem Fall sind ja die Eier und der Zucker. Und ohne Eier ist in unserem Leben, wenn in unserer Erziehung, wenn dieser Zuspruch in dieser Erziehung schon nicht da war, du bist gut, du bist super, ey, das hast du toll gemacht. Also ich bin damit aufgewachsen, du gehst jetzt Zähne putzen. Meine Tochter hat gelernt, möchtest du Zähne putzen? Wo ich schon immer gedacht habe, wie blöd, was ist, wenn sie Nein sagt? Aber das war die Zeit, ne? Die ist jetzt 35 und jetzt ist es ja üblich zu sagen, wann möchtest du Zähne putzen? Jetzt oder in 5 Minuten? Natürlich sagt das Kind schon 5 Minuten, aber das Kind lernt, hey, ich treffe Entscheidungen, die sind gut. Entscheidungen, die ich treffe, sind gut. Die werden gefördert. Also, ich bin ein Entscheidungsträger. Wow. So, das ist so was Banales, aber wir entwickeln uns ja alle weiter. Wenn man jetzt so ein unperfekter Kuchen ist und dann in die Jugend kommt,
kommen die Hormone ja auch noch oben drauf, ne? Die sind jetzt nicht der Safran. Das war also, der Kuchen wurde früher schon gemacht, als wir noch ganz klein waren. Und manchmal geht da sogar schon was schief, während wir noch im Mutterleib sind. Und es gibt Menschen, die ein Trauma erleben, das jetzt auf psychologischer Ebene, während sie noch im Mutterleib sind, weil sie da schon abgelehnt wurden. Und auf geistlicher Ebene kann sich dann sogar schon Dämonen der Ablehnung da draufsetzen und den Menschen immer klein halten. Und er wird und wird und wird nicht frei. So, und wenn dieser Mensch jetzt in die Jugend kommt, dann ist man ja immer auf der Suche. Wo sind die Eier, die ich nie bekommen habe? Ich brauche mehr Zucker, ich hatte so viel Salz. Jemand anders sagt, ich hatte so viel Zucker, ich komme überhaupt nicht klar. Ich fühle mich wie so ein Halotri. Ich weiß, ich habe gar keine Grenzen. Ich weiß nicht, wo ich anfange, wo ich aufhöre. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich Männlein oder Weiblein bin. Heute ist ja alles möglich. Man entscheidet sich, ich bin jetzt ein Schmetterling, dann ist das so. Habe letzten Witz gelesen, dass jemand zum, also wir haben Hunde, deswegen finde ich sowas lustig. Der ist zum Amt gegangen und gesagt, ich wollte meine Hunde abmelden. Oh, sind die gestorben? Nein, sie haben entschieden, dass sie Katzen sind. Genderwahn, ja. Dachte, das müsste man eigentlich mal machen. Also, ne, wir lachen, weil das ist so absurd. Aber wir Menschen tun das. Wir jetzt nicht, also so wirkt zumindest keiner auf mich jetzt bei euch, von euch. Aber in der Gesellschaft ist es einfach so üblich, dass die Menschen einfach nicht mehr wissen, wer sie sind. Und diese Probleme werden immer mehr und mehr. Und dann habe ich natürlich, also wie ich so bin, frage ich dann, okay, Geist Gottes, und das ist ja alles ganz nett und informativ, aber wie kommt man denn da wieder raus? Das ist ja das, so wo wir haben ja die Lösung, aber wie wendet man diese Lösung an? Für den Kuchen genommen, wenn der dann auch noch wenig Beachtung findet, was ja in der Jugend beim Menschen ganz oft stattfindet, wenn er schwierig ist für sein Umfeld, dann zieht er sich immer mehr zurück und fängt an zu vertrocknen, fängt an zu verbittern in Selbstmitleid, in Depression, in Selbstverletzung. Und wenn ich jetzt so einen Kuchen habe, der trocken ist, das gibt ja neuerdings die Möglichkeit, dem wieder Feuchtigkeit zuzufügen und kleine Kuchenbälle draus zu machen. Kennt ihr das? Popcakes, ne? Popcakes, genau. Und die sind richtig lecker, weil dann ist er wieder richtig saftig. Und dachte ich, boah, Geist Gottes, du bist einfach genial. Das ist einfach, so bin ich, ja? So ist meine Bildsprache. Weil er sagt ja auch, er ist der Töpfer. Und er formt uns um. Das ist ja immer so schwer vorzustellen. Aber mit so einem Kuchen kann man sich das gut vorstellen. Ne? Man nimmt diesen Kuchen, matscht den gut durch mit Flüssigkeit. Kannst auch Philadelphia-Käse oder so ein Schmierkäse oder ich glaube Sahne, keine Ahnung, was man alles so nehmen kann, Butter. Aber es geht halt um diese Feuchtigkeit, dass dieses Trockene aufgesogen wird oder dass das Trockene die Feuchtigkeit aufsaugen kann. Und dann kann man es neu formen. Und dann kann man auch noch mal Schokoglasur drum machen oder was anderes, was man mag. Und ein paar Streusel oder Herzchen oder was auch immer. Noch mit so ein bisschen Goldstaub vom Himmel oben drauf, ne? Nachdem Gott uns dann umgeformt hat. Denn wie das funktioniert, lesen wir in Matthäus 11, 28. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Und das ist ja für alle Menschen, die tatsächlich aktuell eine Not haben, so schwierig, das vom Kopf in das Herz zu bekommen. Zu sagen, ja, ich gehe doch zu Gott, also ich mache doch stille Zeit und ich mache Lobpreis und ich lese in der Bibel und ich gehe in den Gottesdienst und ich gehe in den Hauskreis. Und wie ihr schon an der Betonung wahrscheinlich gemerkt habt, das war ja alles was sehr Aktives, Produktives. Aber wenn man heil werden möchte bei Gott, muss man einfach still werden vor ihm. Denn solange wir das machen, kann er ja nicht. Also wenn ich jetzt so eine Haselnuss in der Hand hätte, dann könnte nicht jemand anders die auch noch in der Hand haben. Also, wenn ich gnädig bin, dann öffne ich die Hand und Bettina kann mit zwei Fingern die Haselnuss anfassen.
Aber sie hat sie immer noch nicht in der Hand. Und wenn ich mein ganzes Leben selber in der Hand habe und produktiv bin, was schlussendlich auch eine gute Sache ist, aber jetzt in diesem Kontext nicht, dann hat Gott es nicht in der Hand. Das heißt, ich muss wirklich richtig weit öffnen und Gott diese Haselnuss, also mein Leben, übergeben und sagen, mach du. Ich habe da diese oder jene Not. Ich habe da eine Verletzung aus der Kindheit. Ich habe Ablehnung erfahren. Ich habe Missachtung erfahren. Ich habe keine Wertschätzung oder zu wenig Wertschätzung. Ich wurde nicht gefördert. Ich wurde nicht beachtet. Man hat mich schulisch nicht gefördert. Man hat meine Talente untergraben. Da ist das einfach so viel, was in uns drin ist, was gerne raus möchte. Also wenn ihr merkt, dass euer Herz anfängt zu klopfen, dann möchte Gott heute an eurem Herzen was tun und möchte da heute Heilung bringen. Und manchmal ist es eine Kleinigkeit und manchmal ist es was ganz Großes. Manchmal reicht es nicht, alleine zu Gott zu kommen, sondern manchmal braucht man Menschen, die einen dabei unterstützen, Menschen, die für einen beten, dass jemand auch Befreiung erfährt, weil sich auf ganz viele Dinge auch ein Geist draufsetzt. Und das müsst ihr euch nicht so spooky vorstellen. Das sitzt nicht wie so Huibu, Schlossgespenst, sondern das ist einfach eine Macht, so wie der Heilige Geist auch, er ist auch eine Person, aber auch eine Macht ist, die in uns wirkt. So wirken auch die Gesellen des Teufels. Und die Engel von Gott, sagt man auch Gesellen, also die zu Gott gehören, die Geistwesen, die tun uns Gutes. Und die sind immer dran bemüht und die wollen uns immer das Gute sagen. Sag mal, du bist wunderschön, du bist so herrlich, du bist kostbar, du bist so geliebt. Wow, guck dir an, wie du das schon wieder gemacht hast. Wow, du bist so stark. Männer brauchen da so andere Sachen, ne? So, hey, du bist so stark, du bist so männlich, du bist mutig, du bist kühn und du bist ein Versorger und du machst es so gut und du gibst alles, was du kannst. Und dann kommen da diese anderen Wesen, diese Dämonen, und die flüstern uns was anderes ins Ohr. Und je nachdem, was wir gelernt haben zu hören, schon in frühester Kindheit, der Stimme vertrauen wir. Das heißt nicht, dass das die richtige Stimme ist, aber wir sind es einfach gewohnt. Und deswegen möchte der Heilige Geist ja, dass wir, egal wo wir sind, dass wir lernen, seine Stimme zu hören, egal wo wir sind, dass wir sie inmitten einer Großveranstaltung von 10.000 Leuten, dass wir, und alle rufen deinen Namen, aber du weißt genau, da hat meine Mama gerufen, da hat mein Papa gerufen, das ist doch eine andere Stimme. Mein Ehepartner hat gerufen, mein Kind. Also ich reagiere auf jedes Mama, seitdem ich Mama bin, aber wenn mein Kind Mutti, also die sagt Mutti, wenn die Mutti sagt, das ist so, also das dringt so durch, das geht nicht nur in mein Ohr, das geht direkt in mein Herz, in meinen Bauch und dann so, ja, in mir. Und so möchte der Heilige Geist mit uns verbunden sein. So möchte er, dass wir Gott als Vater kennen, keine Angst vor ihm haben, weil wir nicht unsere Erfahrung wie eine Brille über Gott schieben und sagen, wow, nee, ich weiß nicht, ich traue dem nicht. So ist es mir gegangen, als ich junge Christin war. Mir wurde erzählt, dass Gott auch mein Vater sein will. Fand ich gar nicht gut. Ich war auch noch nicht, ein paar Wochen oder wenn 3-4 Monate gläubig. Ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt schon getauft war. Es ging alles ganz schnell bei mir, ne? Also im Mai bekehrt, im Juli oder so getauft. Ich habe auch sofort Gottes Stimme gehört und ihn gesehen. Und also es ist einfach so. Tut mir manchmal total leid für alle, die das nicht haben. Ich kann da echt nichts für. Er hat sich das so ausgesucht. Also ich habe Jesus gesehen, bevor ich mich bekehrt habe. Und da gab auch keine Frage mehr, wer er ist. Ne? So. Und das... So, jetzt habe ich voll den Faden verloren. Und dann hieß es ja, Gott möchte mein Vater sein. Das fand ich so schrecklich, weil ich hatte ganz viele Väter, aber die meisten haben mich sexuell missbraucht. Das heißt, wenn Gott jetzt mein Vater sein will, war für mich eine logische Schlussfolge, der wird mich missbrauchen. Also das machen Väter ja so. Mein Verstand wusste natürlich, dass es Quatsch ist. Also ne, ich war 27, 29, natürlich wusste ich das. Also, aber mein Herz sagte ganz klar,
das geht nicht anders. Das macht er so. Und dann habe ich mich tatsächlich mit ausgebreiteten Armen vor das Kreuz bei uns in der Kirche gestellt und habe ich gesagt, hier bin ich. Nimm mich. Ich wollte es einfach hinter mir haben. Ich wollte nicht in dieser permanenten Angst leben. Ich weiß nicht, wann er hinterm Busch herrutscht und es dann macht, so wie das ja die Täter in meiner Vergangenheit gemacht haben, in meiner Kindheit. Und habe gedacht, wenn ich das denn direkt jetzt anbiete, dann, ne? Also deswegen habe ich auch vor der Bekehrung wirklich sexualisiertes Verhalten gezeigt. Das heißt also, ich habe mich den Männern angeboten, weil ich dachte, dann habe ich es im Griff. Also wenn ich das im Griff habe, wenn ich die alle anbagger in der Disco, dann baggert mich keiner mehr an. Dann wirklich cooler und die lassen mich in Ruhe. Und ich wollte ja gar nichts von denen. Ach, ja, fürchterlich. Also so quer kann alles im Kopf laufen durch so Traumata. Und natürlich zurück zum Kreuz. Gott hat mich natürlich nicht vergewaltigt, sondern er war da und war ganz still. Und die Frau, mit der ich in der Gemeinde war, die sagte dann, die wusste ja gar nicht, worum es ging, frag ihn mal, wo er war. Und da habe ich aber nicht den Vater angesprochen, das konnte ich nicht. Aber ich konnte Jesus ansprechen, weil der war mein Freund. Also das habe ich direkt so empfunden. Und dann habe ich Jesus gefragt, wo warst du? Und dann hat Jesus mir ein Bild gezeigt, wo ich im Kinderbett bin. Schon pervers, ne? Ein Kinderbett, Gitterbettchen. Ich war wirklich klein damals. Und er war da. Und obwohl mir das ja passiert ist, fand in dem Moment Heilung statt. Es ist unfassbar, was da für eine tiefe Heilung stattgefunden hat. Und für ein Mitgefühl, was ich von Jesus empfunden habe, dass ich mich komplett getragen gefühlt habe. Deswegen war ich immer noch nicht schlussendlich komplett heil. Das dauert wahrscheinlich auch, bis ich dann im Himmel bin. Aber ich bin schon richtig gut heil geworden. Und noch wieder ein paar Wochen später war deutlich, immer wenn es um Gebet ging, fing ich an, Schmerzen zu bekommen. Und ich wusste, da ist irgendwas in mir, was da raus muss. Und dann bin ich zu jemandem hin, wieder zu dieser Frau. Ich kannte ja nicht so viele. Ist ja so, wenn man jung in der Gemeinde ist. Die holte dann ein Ehepaar dazu und wir haben uns zum Gebet getroffen, wieder an diesem Kreuz in der Gemeinde. Und die haben lange für mich gebetet und es war auch so ein Nadelfilzboden wie hier. Und ich hatte das Bedürfnis, weil dieser Mann, der dabei war, hatte mich an einen der Männer der Vergangenheit erinnert. Ich wollte gerne auf dem Fußboden sitzen und seine Füße anfassen, weil das diese Kindersituation war, weil ich war ja damals klein. Und was machen die Kleinen? Die fassen einfach Mama und Papa an den Füßen, an den Beinen an. Und wusste, da muss ich hin. Ich musste an diesen Ort. Und er sagte noch, woher weißt du das? Keine Ahnung. Aber so seht ihr, der Heilige Geist hat mich schon immer so gelenkt. Und dann saß ich am Boden und das war gut, weil dann wurde das, was in mir war, anstrengend und laut. Und ich lag dann am Boden und konnte mich nicht mehr bewegen. Also ich klebte an diesem Boden. Dieser Geist in mir hat mich am Boden gehalten, sodass ich mich nicht mehr bewegen konnte. Und der wollte natürlich nicht gehen. Der war ja schon so lange da. Der fühlte sich ja wohl. Ich habe ihn ja gut versorgt mit Bitterkeit und Hass und was ich da alles so hatte. Ja, aber irgendwann sagte der Mann, der für mich gebetet hat, sag mal den Namen Jesus. Und das konnte ich gar nicht sagen. Ich konnte da die ganze Zeit vorher, ich habe Jesus angebetet, ich habe Lobpreislieder gesungen, ich habe jedem von Jesus erzählt. Und dann sagt, in dem Moment sagte, sag Jesus. Das konnte ich nicht. Und da habe ich gemerkt, welche Macht wir selber haben. Weil ich habe mich entschieden, als Missbrauchsopfer, wie die meisten, war ich eine starke Frau. Ich hatte also auch trotzdem ja einen starken Willen, sonst hätte ich das ja alles gar nicht überstanden. Also habe ich mich entschieden, beim nächsten Jesus drehe ich mich sofort zum Kreuz um, weil das war hinter mir. So lag ich, zufällig, dachte ich, aber der Geist hat mich ja in die richtige Richtung. Er wollte sich nicht zum Kreuz hinschmeißen, sondern davon weg. Auch wenn es nur Holz war, aber es hatte einfach auch, die hat ja einfach diese Symbolkraft auch. Und das hat geklappt. Also ich konnte Jesus ausschreien und mich zum Kreuz umdrehen und dieser Geist war raus. Der war wirklich raus. Und ich wusste in dem Moment, wow, das, was gegangen ist, war Kontrolle.
Und mit dieser Kontrolle in meinem Herzen hätte ich Jesus nie so radikal nachfolgen können, weil danach ging, vorher fand mein Mann mich schon radikal. Dann hatte ich ja das nicht mehr. Das war der Hammer. Und ich habe wirklich, ich war heiser für mehrere Tage. Ich hatte blutunterlaufene Augen, auch für mehrere Tage, wie das Frauen bei der Geburt manchmal haben, durch das starke Pressen. Weil ich habe wirklich viel geschrien. Aber ich war es frei. Und dadurch hatte ich also null Probleme mit irgendwelchen Leuten, die Dämonen haben. Weil ich wusste, ja, die gehören da einfach nicht rein. Die gehören da einfach nicht rein und die müssen einfach gehen. Und ja, ich wurde nicht unbedingt verstanden von allen. Auch die Leute, die gebetet hatten, dachten, boah, sowas haben die alles noch nie erlebt. Aber ist ja egal, hat ja funktioniert. Also es liegt nicht daran, ob du das alles verstehst oder nicht, sondern es liegt daran, dass du Jesus Raum gibst. Und dann macht er das. Und so habe ich das erlebt. Und kurz danach hat sich auch mein Mann dann bekehrt. Also es war echt cool. Ja, genau danach war das. Also, die Leute, die zu Jesus kommen, da geht es ja in dem Vers, die bekommen dann Ruhe und die habe ich ja bekommen. Also ich war frei von Leistung, als ich bei Jesus war, an diesem Kreuz, an diesem besagten Abend und war einfach nur da. Ich hätte gar nicht gewusst, was ich hätte tun sollen. Ich war ja noch nicht so eingenordet christlich. Ich wusste nicht, was man so machte, was sich so gehört und nicht gehört. Ich habe halt auch mal lauter, wenn andere das nicht waren. Ich fand das, also ich war halt einfach Kind und war noch nicht so angepasst. Jetzt geht's weiter im Vers 29, auch Matthäus 11. Vertraut euch meiner Leitung an. Ich mag die Hoffnung für alle manchmal von der Formulierung richtig gerne. Vertraut euch meiner Leitung an. Ja. Und ich glaube, das ist egal, wie lange wir gläubig sind und egal, ob und wie viele Verletzungen wir erlebt haben. Das ist immer wieder ein Thema, also jeden Tag, mehrfach, also für mich, weil ich weiß ja einfach doch manchmal Sachen besser. Denke ich. Ja, und das ist dann richtig schwer, meinem Ego zu sagen, ruhig, Ruhe da drin, wir überlassen Gott die Führung. Ja, aber ich fahre immer da vorne links. Wieso sollte ich denn heute rechts abbiegen? Ist ja auch ein Umweg. Ich habe das gelernt, der Stimme des Heiligen Geistes so zu vertrauen, dass wenn er heute ganz leise, wenn er Stopp sagt, während ich Auto fahre, ich würde eine Vollbremsung machen, ohne dass ich was sehe. Und es hat so manchem Reh schon das Leben gerettet. Aber er war laut am Anfang. Ich habe ihn gebeten, bitte rede so deutlich. Ich kannte die Stimme des Teufels, ich kannte dich gut, ich durfte nicht in die Kirche gehen, also es war schon echt düster, mein Leben. Und da habe ich gesagt, ich muss den Unterschied, ich muss wissen, wann du mit mir sprichst. Und dann streite ich mich mit meinem Mann, das war auch noch vor der Bekehrung, am Küchentisch. Also ich streite mich, das war bei uns schon immer so, nicht er, er ist total nett. Aber ich bin so hitzig und also er diskutiert, aber es ist was anderes, ne? Aber er streitet nicht. So, also von daher, ne? Es ist anders. Naja, und dann sagt der Heilige Geist richtig mega laut. Und ich war natürlich aufgrund meiner ganzen Vorgeschichte, ich war ganz dicke mit Feminismus und naja, und dann sagt der Heilige Geist tatsächlich, Weib, schweig. Wow, könnt ihr euch das vorstellen? Ich meine, ich, so die Super-Emanze und dann Weib, schweig. Aber ich habe nichts mehr gesagt, da war so viel Autorität drin. Und da habe ich mich zum Kreuz oder Küche umgedreht, wirklich so, wuff. Und dann habe ich still wirklich gesagt, dann mach was. Und ich war so richtig sauer. Weil ich dachte, wenn er jetzt nichts macht, dann knallt das hier. Ich war so voller Hass. Dieser Hass hatte weder was mit Gott zu tun, noch mit meinem Mann. Dieser Hass ist, weil ich durch den Missbrauch, das ist ja eine Form von Hass. Das ist ja eine Form von Ablehnung. Und da hat so viel Hass in mir gewesen, so wahnsinnig viel Wut, Enttäuschung und Ärger, Bitterkeit. Und das wusste Gott ja. Also es hätte ja nichts genützt, hätte er gesagt, immer, Mädchen, geht's noch? Also, na, was ist ja respektlos. Aber er hat da gar nichts zu gesagt, sondern ich bekam das erste Mal in meinem Leben diesen mega Frieden. Das ist heute eine Salbung, mit der ich echt rumlaufe. Kann ich echt so rumgehen. Also nicht, dass die Leute umfallen, aber so, wow, Frieden. Das ist echt ein Geschenk. Und das hatte ich, drehte mich zum Küchentisch zurück und lächelte.
Das fand mein Mann so unheimlich. Das fand er echt unheimlich. So, was geht hier ab? Ja, wir haben mit 20 geheiratet. Also wir kannten uns ja schon eine ganze Zeit. Mit 19 sind wir zusammengekommen. Also 10 Jahre kannte er mich. Und dann war ich so ruhig. So eine Veränderung durch den Heiligen Geist. Also vertraut euch. Vertraut euch meiner Leitung an. Habe ich da gemacht in dem Moment. War laut, war respektlos, aber schlussendlich habe ich ja gesagt, mach. Dann nicht gesagt, bitte, lieber Vater, Herr Jesus, würdest du vielleicht? Es war schon deutlich, was ich gemeint habe. Und das ist noch vor dem Komma, bin ich immer noch. Und, ja, und lernt von mir. Wie können wir von Jesus lernen? Schreibt er direkt. Ja, dann kommt nämlich, denn ich gehe behutsam mit euch um. Und das habe ich in diesem Moment ja auch erfahren. Ich war wirklich nicht nett. Mein Mann, der hätte genauso liebevoll reagiert, weil der so ist. Aber das war auch der erste, den ich so kannte. In meiner Familie war das nicht üblich. Da flog öfter mal was durch die Gegend. Also und traf auch, ne? Und ich sehe auf niemanden herab. Und genau das habe ich ja auch in dem Moment erlebt. Er wusste ja genau, warum ich mich so verhalte. Und er wusste ja genau, dass es gar nicht die Anja tief in mir drin ist, die er erschaffen hat, sondern dass es die Anja ist, die durch die Umstände so geworden ist. Und wie soll ich heil werden, wenn ich mich nicht so echt, wie ich bin, einfach Gott so hingeben kann? Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Also wieder diese Ruhe. Dann habe ich viele Geschwister kennengelernt, die das schon verstanden haben. Und diese vielen Geschwister haben mir totalen Stress gemacht. Das habt ihr vielleicht auch schon selber erlebt. Wenn nicht, ist ja super. Aber vielleicht seid ihr sogar diese Geschwister, die anderen Stress machen. Ich möchte niemandem zu nahe treten, sondern möchte einfach mal, schau mal hin. So, mehr nicht. In Hebräer 3, Vers 12 und 13. Achtet deshalb darauf, liebe Brüder und Schwestern, dass ihr euch nicht, oh Gott, jetzt denke ich gerade, wie heißt denn so eine Gender-Bibel? Also weil früher stand immer nur Brüder drin und wir Schwestern wussten, dass wir gemeint sind. Aber in der Hoffnung für alle stehen die Schwestern jetzt schon mit drin. Also ich bleibe auch dabei. Liebe Brüder und Schwestern, dass ihr euch nicht ebenso durch eure Widerspenstigkeit zum Unglauben verleiten lasst. Fand ich eine richtig coole Formulierung. Also ich habe das nämlich empfunden, dass ich nicht akzeptiert wurde mit meinem ich denke aber anders darüber. Und ich fühlte mich immer so gemaßregelt und in irgendeine Ecke gedrückt. Du musst das tun, du musst das tun. Das waren ja wirklich lieb gemeinte Ratschläge, das weiß ich wohl. Aber da fehlte was vom Kuchen. Da fehlte so eine Würze drin, ne? Da fehlte der Zucker. Da war viel Salz, aber wenig Zucker drin. Obwohl die Menschen es 100 Pro bis heute nicht so selber so empfinden. Also gehe ich von aus, ne? Weil hat sich noch nie jemand entschuldigt bei mir. Weil das manchmal richtig, richtig böse war, richtig, richtig streng. Und diese Widerspenstigkeit steht hier ja, die führt zum Unglauben. Und das wurde mir gar nicht erklärt, sondern einfach nur, sei gehorsam. Aber wie sollte ich denn gehorsam sein, wenn es doch nie um mich geht? Also wie unwichtig kann ich denn sein? Ich fühlte mich doch vorher schon wie der letzte Wurm. Jetzt hatte ich aber nur noch eine Königskrone auf, aber war immer noch ein Wurm. Also das passte auch nicht mit dem Bild, was Gott von mir hat, überein. Aber so wurde mir das vermittelt. Sei einfach gehorsam, sei treu, mach dies, mach das, mach das, mach das. Und vergiss nicht das Evangelisieren und vergiss dies nicht und das nicht. Und also ich fand das alles sehr anstrengend.
Und das kennt ihr bestimmt auch. Und ihr kennt auch auf jeden Fall eine Person, der es selber so geht, die darunter leidet, weil die gibt es in allen Gemeinden, weil es in jeder Stadt solche Menschen gibt. Und zum Unglauben verleitet werden, das wollen wir ja alle nicht, weil wir wollen ja weiter glauben. Wir wollen ja gar nicht in diesen Unglauben reinfallen, der aber offenbar durch Widerspenstigkeit kommen kann. Dann wird noch kurz angesprochen, so wie es euren... Bitte? Hebräer 3, das ist jetzt der 12. und gleich kommt noch der 13. Und im 12. steht noch, wie eure Vorfahren. Also die Vorfahren wurden nochmal angesprochen. Und da sind nicht nur Mutter und Vater mit gemeint, ob die nun schon gläubig waren oder nicht, sondern wirklich viele Vorfahren, die einfach ungläubig wurden. In 13 steht dann, ermahnt und ermutigt einander. Und das, was meistens passiert, und vielleicht ist dir das auch schon passiert, aber Gott hat Gnade und du kannst eh nicht ändern, falls dir mal passiert ist. Es war dann halt so. Ne? Aber man kann immer sagen, ups, tut mir leid, mach ich nicht mehr. Ermahnt. Das passierte. Ermahnt einander. Böse Zeigefinger. Aber ermutigt ist ja so, ne? Hey, das machst du gut. Hast du schon eine Bibel gelesen? Hey, das machst du gut. Das ist so ein Unterschied. Und gerade Menschen, die so wenig Selbstwertgefühl haben, wie ich das hatte, die brauchen das. Und die brauchen es so sehr. Also so sehr. Und nochmal. Und du denkst, nee, echt jetzt? Ja, nochmal. Noch eine Runde. Weil jedes Ermahnen macht mindestens 10-mal ermutigen tot. Das ist jeder Blick, der irgendwie so, oh, habe ich die falsche Kleidung an? Stimmt irgendwas nicht? Also so wie, habe ich Lippenstift an den Zähnen? Warum gucken die immer so? Habe ich gar nicht. Aber man stellt sich so in Frage. Und es geht fast jedem so, der ein Trauma erlebt hat. Und ihr glaubt gar nicht, wie viele Menschen das sind. Es sind so viele. Und viele wissen es noch nicht mal. Heute habe ich verstanden, wenn Gott Ermahnung meint, dann er ist kein Gott mit dem Zeigefinger. Er zeigt auf Wunden und sagt, guck da mal hin. Aber er ist nicht ferne, sondern er guckt mit dir zusammen dahin. Und dann tut es zwar weh, aber dann ist auch schon wieder gut. Mir persönlich ging es leicht, wenn Gott das gemacht hat. Das war ganz, ganz einfach. Ich habe eine Situation gehabt, mich mit meinem Mann gestritten und ging so weit, dass ich sagte, ich ziehe aus. Ich will das alles nicht mehr, blöd Mann. So, also das war auch meine Masche, ich kannte nichts anderes. Das war diese Weglauftendenz. Ne? So, waren ja viele Väter, das heißt, der war da, war doof, aber war halt da. Dann gab es Streit und war weg. So, dann kam der Nächste. So, klingt jetzt von der Anzahl viel schlimmer, als es war. Aber als Kind empfindet man das, wenn man 2 Jahre einen Papa hatte und dann ist ein halbes Jahr keiner und wieder, dann ist dann wie von heute auf morgen wurde gewechselt. Also es fühlte sich einfach als Kind ganz anders an. So viele Männer hatte meine Mutter gar nicht. Aber es fühlte sich für mich einfach so an. Und ich wusste auch nie, war das jetzt ein Kollege oder war das ihr Partner? So, weil einfach ja ständig irgendwelche Soldaten bei uns rumkrochen und irgendwas gebohrt oder so haben, ne? Heute weiß ich halt, dass dieses Ermahnen von Gott halt immer so liebevoll ist. So, und das, was aber eine Schwester dann getan hat in diesem Streit mit meinem Mann, also bin dann hin und habe gesagt, boah, möchte gerne Gebet. Ich weiß nicht mehr, wie es anfing. Auf jeden Fall wollte sie mich in die Vergebung führen. Willst du deinem Mann vergeben? Ich habe gesagt, nee. So, nee, warum? Also warum? Ich meine, der ist echt blöd. Also so, dass ich war total überzeugt. Nee, will ich nicht. Ich mag auch nicht lügen. Also ich mag es ehrlich zu sein. Also sagte ich, nee. Und sagt sie, ja, willst du Gott denn ungehorsam sein? Und da war so ein Druck drin, dass sie sagte, ja. Und habe gemerkt, ey, oh Gott, ist mir gar nicht böse. Also, weil er diese Aufrichtigkeit so geschätzt hat. Und als ich dann zu Hause war, habe ich mit meinem Mann gesprochen, noch vor Mittagessen. Wir haben uns gegenseitig Vergebung zugesprochen, haben uns in den Arm genommen, alles war gut. Aber das wäre nicht in diesem Moment nach dem Gottesdienst gegangen, weil da so ein Druck drauf war. Sie sagt, du musst es doch tun, es steht doch im Wort. Ja, das stimmt.
Aber wenn das Herz nicht bereit ist, dann kann es da fünfmal stehen. Dann sagt das Herz, es ist mir scheißegal, was da steht. Es ist ja Sternchen. So. Das ist mir einfach egal, wie es da geschrieben steht. Mein Herz kann das nicht tun. Und das ist so schwierig manchmal für uns alten Hasen, das auszuhalten, dass jemand es darf. Jemand darf anders entscheiden. Und da fällt mir jetzt eine Situation ein, ich hatte starke Schmerzen, also die habe ich seit dem Unfall, habe ich immer Schmerzen und ich habe echt gelitten und dann stand ich auf der Auffahrt und dann, also ich auch hörbar, war mir auch relativ schnell egal, ob meine Nachbarn oder so mich hören, dann habe ich mit Gott gestritten. Was bist du eigentlich für ein Vater? Ich war echt sauer. Wenn ich das wegnehmen könnte, dann würde ich meinem Kind doch, ich würde die doch nicht leiden lassen und du lässt mich leiden. Ich habe also immer gebetet, ne? Ich habe ganz viel in Sprachen gebetet und ihn angebetet, aber also im Ernst jetzt, also nicht so, ich habe es gemacht, damit er die Schmerzen wegnimmt, sondern ich habe es wirklich getan, um ihn anzubeten. Aber diese Schmerzen waren manchmal, die waren einfach brutal und Morphium und es hilft nicht und es ist ein Nervenschmerz. Nervenschmerzen wie Zahnschmerzen. Also so, das sind ja Nerven und es ist einfach brutal und es knockt einen völlig aus und macht einen kirre. Und habe ich ihn richtig angeranzt und dann sagte Papa, stimmt, das ist auch richtig doof, dass es so wehtut und das ist schlimm. Und also ich habe so viel Zuspruch erfahren für die Situation, für meine Situation. Und dann konnte ich auch zu ihm kommen. So, dann konnte ich mich auch anlehnen bei ihm. Und dann sagte er, als dann diese ganze Annahme geflossen ist und ich diese Sicherheit hatte, quasi ich bei Papa auf dem Schoß, und er sagt, alles gut, Muggi, alles gut, Mausi. Hasi, sagt er immer. Und dann sagt er zu mir, aber ich möchte nicht, dass du so mit mir redest. Ich bin dein Vater. Ich finde das respektlos. Okay. Und das war überhaupt nicht schlimm. Wir haben auch nie wieder mit ihm so gesprochen. Aber das hat mir gezeigt, ich durfte einfach echt sein. Ich musste mich nicht verstellen. Weil er sagte dann auch hinterher noch, das, was du gerade getan hast, das ist Beziehung. Und das ist das, was ich will. Und in dieser Beziehung verändert sich dann ja mein Herz, weil es heil wird. Und dann kann ich mich auch anders verhalten. Dann muss ich auch nicht mehr so vulgär mit ihm reden. Weil durch die Annahme das geflossen ist. Und nicht durch die Ermahnung, nämlich das deutsche Wort Ermahnung. Und mein Hintergrund, ne, Bundeswehr, zack, 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 Zelles hatten wir auch. Küchenmaschine, Molinex. Also ermahnt und ermutigt einander Tag für Tag. Solange jenes heute gilt, und da geht es darum, wenn du heute meine Stimme hörst, ne, und Gott zu euch redet. Nur so entgeht ihr der Gefahr, euch von ihm, vor ihm zu verschließen, weil euch die Sünde betrogen hat. Das ist echt eine coole Formulierung, ne? Heute weiß ich bin kein Sünder mehr, ihr auch nicht. Soweit wie ich weiß, seid ihr alle, gehört ihr alle zu Jesus, also ihr seid alle keine Sünder mehr, trotzdem kann mich die Sünde verführen. Aber ich bin kein Sünder mehr, weil ich bin eine Gerechte. Und weil mich die Sünde immer wieder betrügen kann, weil sie ja so gut verkleidet immer um die Ecke kommt, kann es passieren. Und dafür brauche ich die Ermutigung und Ermahnung, wie sie halt im Hebräischen gemeint ist, wie Gott sie halt meint, dass wir aufeinander Acht haben. Aber da ist so viel Liebe drin und da komme ich zu Kolosser. Kolosser 3, 12 bis 15. Ich wollte eigentlich länger aufschlagen, aber die Karte war vorbei. Also ihr könnt, wenn ihr das nachlesen wollt, gerne weiterlesen dann. Ich lese mal vor. Ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Darum soll jetzt herzliches Mitgefühl euer Leben bestimmen. Ebenso wie Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat. Denn auch Christus hat euch vergeben. Wichtiger als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Und der Friede, den Christus euch schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Gott
hat euch dazu berufen, in Frieden miteinander zu leben. Ihr gehört ja alle zu dem einen Leib von Christus. Also das, was mir da drin so wichtig war, es ist die Liebe. Und wenn manchmal glauben wir, dass wir die Liebe haben, wir merken, wir können es ganz leicht identifizieren. Immer wenn ich, wenn so eine feine Triebigkeit kommt, daran merke ich, dass das nicht mehr der Heilige Geist ist. Dann fange ich an zu denken, ich merke auch, mein Herz geht schneller. Also nicht schlimm, ich kriege kein Herzrasen, ja, aber ich bin nicht mehr in diesem, ich bin in Gottes Frieden, dieses, ich bin in Gottes Frieden. Triebigkeit. Ja. Sondern ist dieses so, also du musst es doch ändern. Und ich sehe das doch ganz deutlich. Und wenn du das ablegen würdest, das würde dir sofort besser gehen. Ja, stimmt. Aber es passiert nicht zu meinem Zeitpunkt, sondern zu Gottes Zeitpunkt. Und vielleicht hätte er das schon 10 Jahre vorher gewollt, aber die Person wollte das noch nicht. Und er nimmt da Rücksicht drauf. Und er ist so liebevoll, denn er hat das hier alles, was wir nicht haben, aber haben sollten. Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Und er erträgt uns auch in Liebe. Und Jesus, wir wissen ja, dass Gott sagt, ein Tag gleich 1000 Tage, 1000 Tage, ein Tag, Zeit und Raum. Also mir ist das alles egal, ich bin Gott, mir gehört das alles. So, Kurzform. Das heißt, der denkt nicht in, oh Mann, ich warte jetzt echt schon 10 Tage, ne, 10 Jahre, dass die endlich diese Sache loslässt oder dem und dem vergibt. Er denkt nicht, wir denken so, weil wir in diesem Zeitmodell so gefangen sind, weil wir gar nichts anderes kennen. Wir kennen nur unsere Zeitrechnung, wir kennen nichts anderes. Gott hat die gar nicht. Wahrscheinlich hat er sich die auch nicht ausgedacht, sondern das waren wieder mal Menschen. Die einfach gesagt, wir brauchen da einfach Zeit. Wir brauchen einfach mehr Kontrolle über den Tag. So, wo Gott sagt, ey, jetzt nicht euer Ernst, oder? Die Sonne geht auf, geht unter, reicht es nicht? Ja, wir müssen ja Geld verdienen. Ich bin euer Versorger. Also Gott, glaube ich, ist doch ganz, ganz anders davor als wir. Und deswegen ist es für ihn auch überhaupt kein Problem, dass jemand jetzt noch 10 menschliche Jahre unter irgendetwas leidet. Er leidet sowieso. Also ihm tut es leid und er zieht die an sein Herz. Und wenn die noch Zeit brauchen, die Menschen brauchen die Zeit. Und immer wenn ich dieses Gefühl habe, ich müsste was tun, ich habe einfach gelernt, tatsächlich einen Schritt zurückzugehen. Zu sagen, okay, ich mache dir Platz, Geist Gottes. Was willst du tun? Ach, und es ist so einfach, wirklich. Das ist viel entspannter. Nicht? Wir kennen uns schon, ne? Sie ist meine beste Freundin. Sie kennen uns schon viele Jahre. Also sie kennt auch mein ganzes Leid und Jammern und so. Ne? Natürlich als Freundin. Ja. Und ich glaube, Gott ruft uns heute, ihm neu zu vertrauen. Also er ruft dich raus, neu zu vertrauen, dass er das besser kann als du. Und dass Menschen sich, also auch du, gegen etwas entscheiden dürfen. Er wendet sich nicht ab. Römer 8. Nichts kann dich trennen von seiner Liebe. Nichts kann auch die andere Person von seiner Liebe trennen. Da ist nichts. Da ist nichts. Weil die Person, die Jesus schon kennt, ist ja kein Sünder mehr. Also steht ja noch nicht mal mehr die Sünde, also der Sünder quasi, der Begegnung im Weg. Könnt ihr mir folgen? Weil die Person ist ja gerecht. Ja, aber die sündigt. Ja, aber die ist gerecht. Die sündigt halt gerecht. Aber sie, also nicht, dass die Sünde gerecht ist, sondern also die ist die Person, wir sind gerecht vor Gott. Und Gott mag das eine und andere bei uns nicht. Am Verhalten, aber uns als Person findet er genial. Und er findet sogar schon die genial, die ihn noch nicht kennen, die ja noch Sünder sind. Aber sobald die einmal sagen, ich glaube auch, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Bam! Schon passiert. Auch gerecht. Ganz einfach, ne? Ja.
Ich würde, ich habe keine Ahnung von der Zeit, aber fühlt sich so, fühlt sich gut an. Also nein, fühlt sich rund an, so. Oh ja, ja, wir sind auch ein bisschen später angefangen, es passt, oder? Ja. Super, dass du bis zum Ende zugehört hast. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und vielleicht möchtest du auch jemand anderem diese Folge noch weiter empfehlen, damit auch diese Person ermutigt wird. Jesus hat für dich auf jeden Fall einen Megaplan, egal wie der Kuchen deines Lebens gebaut wurde und egal, welche Zutaten zu viel oder zu wenig da drin waren oder sogar komplett gefehlt haben. Jesus hat eine richtig, richtig gute Zukunft für dich. Er liebt dich und er hat das schon getan, bevor du überhaupt entstanden bist. Denn du bist kostbar in seinen Augen. Vergiss das nie. Pass auf dich auf, deine Anja.